Hallo zusammen! Die Grillsaison hat bei uns schon längst gestartet und deswegen habe ich heute einen richtig leckeren Tomaten-Mozzarella-Salat für euch. Das ist eines meiner Lieblinge und vielleicht sucht der eine oder andere noch nach einer Alternative, mal was anderes, nicht immer das gleiche. Dann bleibt jetzt dran, schaut zu und wir sehen uns zum Schluss nochmal wieder. Die Tomaten werden einmal gewaschen und dann halbiert. Wenn ich etwas größere hatte, habe ich die geviertelt. Die Mozzarella-Kugeln habe ich im Ganzen reingegeben, die könnte man natürlich noch halbieren. Ich fand es so jetzt schöner und wenn ihr keine Kugeln nehmt, sondern die ganzen Mozzarella-Stücke, dann nehmt ihr auch 3 Pakete. Die Zwiebel wird geschält, dann habe ich die geviertelt und in Scheiben geschnitten. Von den Basilikumblättern habe ich eine volle Hand genommen und diese habe ich mit einem Messer richtig schön klein gehackt. Getrockneten Basilikum, falls die Frage kommen sollte, würde ich an eurer Stelle nicht nehmen, denn das gibt nicht so die Aroma ab wie der frische oder der alternativ könntet ihr noch den TK-Basilikum nehmen. Also das geht auf jeden Fall auch. Zum Schluss kommt der Rest noch drauf, das Öl, Salz und Pfeffer. Beim Salzen solltet ihr darauf achten, ich würde an eurer Stelle nach einer halben Stunde Ziehzeit den Salat nochmal probieren, denn Mozzarella zieht ganz schön viel Salz und kann sein, dass ihr da noch nachwürzen müsst. Gut, und zum Schluss die Balsamico-Creme drüber geben, die nehme ich immer wieder gerne, denn die schmeckt mir einfach am besten in diesem Salat jetzt. Ja, und dann ist der Salat auch schon fertig. Sieht der nicht lecker aus? Das ist nicht umsonst eines meiner Lieblinge, also probiert den auf jeden Fall mal aus, denn der ist richtig lecker, richtig schön erfrischend und vor allen Dingen mal eine gelungene Abwechslung. Gut, ihr Lieben, dann war es das auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen natürlich und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.